Wie sah das in dem Lager aus? Da waren so Baracken, wir wohnten damals in der Baracke und es war ziemlich eng, waren viele Leute da. Damals, 88, sind sehr viele da gewesen. Vor allem, es waren noch sehr viele aus Schlesien, ne, aus Polen. Und aus Russland sind noch nicht so viel gekommen gewesen, aber aus Schlesien sind sehr viel gewesen, richtig voll. Man musste ganz, ganz früh morgens aufstehen, schon manchmal um 5 Uhr und hingehen, sich in die Schlange stellen, dass man da in ein Büro reingekommen ist oder sonst irgendwo welche Papiere machen und so. Der einzige Wunsch war, so schnell wie möglich hier nur raus. Ne? Es war auch eng drinnen. Man hat, war nicht so, dass eine Familie nur für sich da ein Zimmer gehabt hat oder eine Wohnung. War alles voll. Jede Ecke war damals voll. Es war ziemlich eng. Und man hat nur gewartet, so schnell wie möglich rauskommen. Aber wir waren damals 10 Tage in Friedland. Wie haben Sie da gewohnt, also mit Ihrer Mutter, mit Ihren zwei Kindern, ja, zu viert? Ja, zu viert und noch zwei Fremde waren da drin. Sechs in einem Bette, Zimmer? Sechs Bette waren in einem Zimmer damals. Und das waren dann Leute aus Schlesien? Oder? Nee, bei uns waren auch aus Russland. Auch ein aus Ehepaar Russland. War noch bei uns aus Russland. Und gab es da schon Sprachkurs für die Kinder? Nein, Oder nein, gab da es gab den? Es noch nichts. Damals gab es in Friedland noch nichts. Damals hat man in Friedland nur die Erstaufnahme gemacht. Nur die Erstaufnahme, man hat den Registrierschein in die Hand gedrückt und das andere muss man alles in der Gemeinde machen, zu Hause wieder weiter und so. Also Sie wussten, dass es nicht lange dauern wird, nur Wir hatte wussten, dass es nicht lange dauern wird, klar. Wir wussten, dass das nicht lange. Da ist keiner länger geblieben als, sag ich jetzt mal, so 7, 10 Tage, je nachdem, wie viel gerade da waren. Und wie war so der Kontakt? Haben Sie auch so, also mehr gesprochen mit Leuten vielleicht auch, Ja die klar, dieselbe. man hat sich doch die ganze Zeit abends. Normalerweise ist man ins Büro irgendwo da nur Vormittag gegangen und Nachmittag hat man die freie Zeit gehabt. Wir sind öfters da rausgegangen, haben Lieder da gesungen, da ist so ein kleiner Hüpf gewesen, da haben wir uns hingesetzt. Da war einer mit der Gitarre, hat Gitarre gespielt, wir haben Lieder gesungen und haben uns unterhalten und so. Die Zeit muss man irgendwie vertreiben. Damals war es nicht so wie heute in Friedland, dass auch ein Volleyball spielen kannst und Fußball und Schach. Und das war damals überhaupt nicht. Das war eigentlich ja, so eine Notwohnung, sage ich jetzt mal, für ein paar Tage. Das haben sie doch alles erstmal angefangen, alles aufzubauen, wo es mit den Sprachkursen da losgegangen ist. Ne? Und welche Lieder? Also war das Deutsche, Russische, alles? Gemischt, gemischt, alles gemischt. Wir haben auch viele Lieder damals gesungen. Viele konnten auch die Lieder noch von den Eltern, Leute, halb gemischt und halb Deutsch, halb Russisch. Ein Wort Deutsch, ein Wort Russisch. Die Lieder, die waren richtig so lustig, ne? Und ja gut, man hat sich das Leben so, ja, man hat auf ein gutes Leben gehofft, man hat gedacht, jetzt hast du alles hinter dir, jetzt fängt ein neues Leben an. Und man war eigentlich auch nicht traurig, dass man da so ein bisschen so schlecht leben muss, nachdem man da sein Haus gehabt hat und Platz gehabt hat und so. Nee, man war nicht traurig. Man wollte nur so schnell wie möglich dahin, wo man hin sollte und was anfassen. Man wollte unbedingt arbeiten, man wollte unbedingt, man war es gewöhnt, man wollte für die Familien sorgen und so. Ne? Und wie war das? Weil das ist ja interessant mit, über die Musik, dass man über die Musik dann die Sprachen vielleicht vermittelt. Haben dann auch Russen, Polen oder Soll ich Ihnen Deutsche, sagen, oder wie haben meine alle Kinder die Sprache gelernt haben? Die saßen abends vor Fernsehen. Ich habe einen kleinen Neffen noch gehabt, der war 5 damals. Und der konnte kein Russisch mehr. Der ist mit einem Jahr gekommen, mit meinem Bruder. Und dann im Fernsehen kamen immer so Werbungen, ne? so komische, wo man was sagt. Und die haben das auswendig gelernt. Und dann, sie waren zu dritt, jetzt meine zwei und der. Wenn sie angefangen haben, im Fernsehen zu sprechen, wer schneller von denen redet, wer schneller das sagt. Ne? Und dann haben sie von Oma ein Geschenk gekriegt. Ne? So haben sie die deutsche Sprache gelernt. Durch ne? die Werbung. Ja, ja, durch die Werbung. Ne? Die Werbung hat immer so einfache Sprache. Und ich habe durch Bildzeitung die Sprache gelernt. Durch Bildzeitung. Ja. Ich habe die Bildzeitung genommen, immer erstmal war sie billig. Damals kostete 50 Cent. Und die hat mir für 2 Monate immer gereicht, so eine Bildzeitung zum Lesen. Und ich habe immer so einen Text so lange gelesen, bis ich ihn nicht verstanden habe. Ich habe nie mit Wörterbuch übersetzt. Hat mir mal jemand, der Lehrer im Sprachkurs, gesagt, lerne nie mit Wörterbuch übersetzen. Sonst dann hat es das Wort gesucht, gefunden und wieder vergessen. Probier es verstehen, warum und was das ist. Und dann habe ich da so auch immer gelesen und habe probiert, die Worte zusammenstellen, die ich kann. Und vielleicht konnte ich was raten, was war. Dann habe ich noch ein Wort dazu und dann habe ich den kleinen Text so lange gelesen, bis ich ihn nicht voll verstanden habe. Ne? Dann habe ich Nachrichten viel geguckt
Und in Nachrichten kann man auch gut Deutsch lernen, weil da die Bilder kommen und die sagen was. Da kann man schon denken, was sie da sagen. Und so bleibt was hängen. Ne? Und das haben Sie, kann man sich vorstellen, Sie haben das zusammen dann Fernsehen geguckt mit ja, Ihren Kindern? Wir haben alle zusammen Fernsehen geguckt und alle zusammen geredet. Und irgendwie, es war ein Ziel, Deutsch zu lernen. Ich sage jetzt einfach, letzte Zeit vermisse ich eben das, dass die Leute sich viel Mühe geben, Deutsch zu lernen. Es kommt alles dadurch. Wir haben jetzt, Sie können bei jedem reingehen, der Russisch sprechen kann, fast bei jedem, haben sie alle russische Fernsehen. Die kriegen alle russische Zeitungen. Sie haben russische Ärzte. Man hat alles, was Russisch spricht in Deutschland. Man kann ohne deutsche Sprache hier jetzt heute leben, ne? Und das ist eigentlich traurig. Sie kommen hierher, weil sie Deutsche sind. Und da bin ich ziemlich traurig, wenn sie die Sprache nicht lernen wollen. Wenn manche 10 Jahre hier leben und kein Deutsch sprechen. Das stört mich dann auch. Hm. Ne? Was bedeutet eigentlich jetzt Heimat für Sie? Sind Sie hier so heimisch geworden? Denken Sie noch an... Doch, nein, ich denke nicht. Ich bin hier zu Hause. Ich fühle mich hier wirklich zu Hause. Ob ich hier geboren wäre, ob ich hier aufgewachsen wäre, die Zeit vor dem... Ich muss dazu auch sagen, solange ich in Börsenhausen lebe, bin ich in keinem Ort mehr noch gelebt in meinem Leben. Und ich fühle mich da wohl. Ich gehöre zum Rat der Stadt Börsenhausen. Mich kennen Leute, ich kenne Leute. Und ich werde auch nie irgendwo hinziehen. Und wenn mir heute einer kommt und sagt, hier hast du 1 Million, fahr nach Schweiz oder sonst irgendwo, Portugalien oder sonst, werde ich das nie machen. Ich bin hier wirklich zu Hause und von hier fahre ich nirgendwo mehr hin. Ich bleibe hier. Und ich war jetzt neulich auf dem Heimatabend beim BDV, die Schlesien-Deutsche waren eigentlich da. Und da hat Herr Schunemann eine Rede gehalten und er hat gesagt, glücklich ist man dann, wenn man weiß, dass man wieder dahin kehren kann, wo man hergekommen ist. Da habe ich mit dem Kopf geschüttelt. Ich bin sonst immer mit ihm einverstanden, was er sagt. Aber in dem Fall war ich mit ihm nicht einverstanden. Ich möchte nie wieder in den Ort hinkehren, wo ich mal gelebt habe, in keinen von den Orten. Aber ich bin trotzdem glücklich. Bin sehr glücklich.